Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Breakfast. Wir gehen direkt in die Karriere. Wir haben beim letzten Mal die Pro International bis auf ein NC-Rennen eigentlich soweit fertig gemacht. Wir müssen halt mit dieser komischen dreirädrigen Schaluppe gegen LKWs antreten. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. So, da wir alle anderen Meisterschaften aber soweit mit dem grünen Haken abgehakt haben, würde ich sagen, wir gehen in die World Masters und dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Wir haben hier Demolition Racing Challenge, Slaying the Road. Bedingungen? Roadslayer GT. Was kriegen wir hier als Belohnung? Roadslayer GT. Hä, haben wir doch. Okay, mir sollte ja sein. Was haben wir hier? Bürgerkrieg. Civil War. Madman. Yo, da hab ich Bock drauf. Ein Banger Derby. Wollen wir das machen? Komm, wir machen das. Maximal Gruppe A, amerikanisch. Du nimmst bereits an einer anderen Serie teil. Möchtest du sie ver- Ja, natürlich. Wir wollen nicht mehr gegen LKWs fahren. Ich will ein anderes Auto. Habt ihr das verstanden? Ha. Meine Wagen. So, maximal Gruppe A. Können wir jetzt mit unserem geilen Monster-Truck mal rumfahren? Wäre schon geil. Komm, wir gucken mal. Ja. Fahrzeug nicht zulassen. Oh, hör auf. Mann, warum habe ich denn das Ding, wenn wir das nicht benutzen können? Wer ist er denn? Hey, der ist aber voll neu. Der ist ja geil. Wo kommt denn der her? Habe ich eine neue DLC drin? Ich bin mir gerade nicht so... Ne, ist mal ohne Quatsch. Der ist doch voll neu. Den hatte ich auch nicht, oder? Das sind doch nicht unsere Autos. Da fehlen noch ein paar. Oder sind das alle die, die zugelassen sind? Das... Wir nehmen den. Der ist ja lustig. Sieht auf wie ein Lader. Ist auch ein Lader. Na klar, ist das ein Lader. Aber so was von Lader. Okay, alles klar. Ich würde sagen, Abfahrt. Batman Stadium. Last Man Standing. Aber, ach so, europäisch, nicht amerikanisch. Stimmt, da war ja was. Ja. Hab mich gerade gewundert. Hä, Lader ist doch nicht aus Amerika? Nee, da fing auch der Mustang und das ganze andere Zeug. Das war da nicht mit bei, weil das war maximal Gruppe A. Obwohl wir hatten Gruppe A. War halt nicht zugelassen. Und, ja. Muss halt europäisch sein. Naja, so, wir gucken mal. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wäre schön, wenn wir gewinnen, wenn wir überleben. Problem ist, wir haben an diesem Auto gar keine Panzerung und nichts weiter dran. Wir werden sehen. Na? Er hat viel zu laden. Ja, okay. Ich merke schon. Gleich haben wir was. Na bitte. So, Action. Der ist ja voll geil. Oh, und los. Einfach feste drauf, jawohl. Hey, ich finde die Lader voll geil. Kommt mal her, ich will euch mal kaputt machen. Oder wollen wir sie sich selbst zerlegen lassen? Aber wenn wir welche zerstören, ist nämlich nicht schlecht, oder? Nicht umfallen, nein. Hinstellen, danke. So, immer mittendrin. Komm her, Junge. So. Ah, cool, den haben wir angeschubst, aber leider keine Schadenspunkte für bekommen. Jo. Er ist eine freche Verhaube. Ach du Schande. Das ist ja auch nicht mehr dran an dem Ding. Aber ich glaube, wir stehen punktetechnisch noch sehr gut da. Au, 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 au. Der sieht ja trotzdem voll lustig aus. Guck mal. Nicht mehr schön ist auch noch. Ist ja der Keilriemesser dran. Mit Feuer. Geil. Special Effekt. So, fahr mal Andreas rum. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja. Wir haben Feuer. Ach Gott, das Armaturenbrett brennt. Hilfe. Huch, das war knapp. So. Also ich würde schon gerne... Der macht hier einen Kopfstand. Krass. Der ist schon raus. Der ist schon raus. Okay. Und immer noch 16 andere drin. Jetzt müssen wir mal langsam ihn treffen, sonst läuft hier für uns nämlich die Zeit ab. Das ist nicht gut. Ich will mithelfen. Kommt her. Ich bin Feuer und Flamme für euch. Kommt her. Oh Mann, jetzt haben die sich da schon mal Beete entsorgt. Na toll.
Gut, sehr schön. Oh, ah, das war kein schönes Geräusch. Stimmt, man kann die Bande hier voll hochkrabbeln, das ist ja lustig. Okay. Cool. Oh oh. Also mehr Knautschzone kriegen haben wir nicht mehr, ne? Da ist alles weg jetzt. So, feste Rinn, immer ruff. Also wir haben noch die Hälfte an Leben. Der ist raus, sehr schön. Zerstöre mindestens 3 Gegner, Ziel ist erreicht. Wir haben noch 8. Wir müssen überleben, aber wenn wir den hier rausnehmen... Haben wir noch 7. Unser Rad vorne eiert ein bisschen. Ich glaube, das ist ein gutes nächstes... Jawohl, ich wollte sagen Opfer, aber sagt man ja nicht. Ach Gott, ist ja... Die Vorderachse, ist die noch da oder hängt... Ne, die Räder hängt schon in der Luft, guck mal. Wir haben WLAN-Räder. Cool. Das ist jetzt ganz neu mit Magnetismus und sowas. Hm. Ist die Zukunft, sage ich euch aber nicht. Ah, schade, leider nicht raus. Es sind noch 6 drin. Und der Kotflügel ist hier alleinstehend. Schaut hin, da ist er. Ja, warte mal, wo sind denn alle hin hier? Die Karre ist voll cool. Der geht übelst ab. Der ist auch mega leicht. Was machst du denn da hinten? Kann ich auf dem Dach springen? Ah, verdammt. Die Vorderachse, die nicht mal vorhanden ist. Ich finde die lustig. Ah, Streifschuss. Nein, die Zeit. So, warte doch. Dankeschön. Der da, dicke Beute. Du bleib doch mal stehen, sonst kriege ich euch doch nicht. Wo ist er? Da ist er. Ah, es hat den anderen weggenommen hier. Toll, 2 Gegner haben wir noch. Nanu? Los, ich habe noch 25 Punkte. Wir haben noch 23 Punkte. Könnte knapp werden. Wir haben ja, der Gegner nimmt mir die Tür auf. Wir haben ja alles richtig hart verformt hier. Oh, wollen wir rück... Ah, wir haben da die Spur ein bisschen verschmälert vorne. Huh. Kritischer Schaden. 19. Da sind immer noch 2 drin, ne? Da hinten eiert einer rum. Ui. Ah. Ist der noch nicht raus? Oh, Leute, das geht nicht gut für uns aus, glaube ich. Das ist so geil. Ey... Er ist schon ein bisschen lustig. Auch mit Feuer. Okay. Und da hinten fahren sie wieder rum. Ah, leider nicht getroffen. Ich hoffe, dass wir von hinten noch was einstecken können. Jo. Wir haben noch 2 Punkte. Ach du Schande. Los, drehen rum. Wieso kriegt der davon keinen Schaden? Was soll denn das? Schon wieder nicht. Jetzt haben wir so viele Räder geholfen. Das war jetzt nicht schlau, ne? Wir hätten ja ganz leicht gegenbuffen können. Wir sollten... geh weg. Das ist aber echt eine harte Nummer hier. Ah! Oh, der nimmt sich eine Bande mit. Das ist aber frech. Der schummelt. Und? Ja. Nein. Komm her, Junge. Mann, ich will dir doch immer hinten drin fahren. Warte doch. Meine Räder eiern vorne schon. Ah, die gibt's doch nicht. Das ist aber jetzt eine knappe Nummer hier. Na komm. Hallo? Das wird ja zum reinsten Ballett hier. Komm schon. Bleib doch stehen. Naja, wir hatten jetzt gewonnen, ich weiß es nicht. Wir? Na, siehst du. Ey, voll geil, das war aber echt eine knappe Nummer. Das war ja gerade um einen Lebenspunkt. Aber okay, die Kohle brauchen wir auf jeden Fall. So. Abgeschlossen. Volle Punktzahl. Sehr schön. Ich habe auf sowas noch mehr Bock. Banger Racing, Demolition Racing. Okay. Ein Schulbus. Machen wir mal. Hä? Warte mal.
Wo nehme ich denn teil? Ich habe die Serie bereits abgeschlossen? Wann habe ich denn das gemacht? Jetzt mal ohne Witz, wann haben wir denn das gemacht? Okay, dann machen wir das. Fahrzeug nicht zugelassen, dann nehmen wir den. Und Abfahrt. Alter, krass. Hä? Wann sind wir denn mit dem Bus da gefahren? Auf der World Masters? Kann ich mir jetzt nicht dran erinnern. Aber okay. Oh, wir fahren gegen den. Abfahrt. Oh, lieber Gott. Wenn wir mit Reifen schmeißen, hilft das nicht viel, ne? Ah, nee, Stadtkurs. Sei gar kein Bock drauf. Pech gehabt. So, jetzt müssen wir nur vorne bleiben. Haben wir erstmal sehr erfolgreich abgedrängt, den Kollegen. 6 Runden. Oh, das ist eine Tortur, Leute. Und dann auch noch mit einem Auto, was sich fährt wie ein Weihnachtsmannschlitten. Alter. Ja, kein Handling. Bei sowas kommt da ran, ne? Mann. Das heißt nur wegdrücken, wegdrücken, wegdrücken und hoffen, dass er nicht überholt. Das Ding ist wie eine Eisenbahn. Den kriegst du ja fast ja nicht um eine Kurve hier. Guck, da ist er ran. Aber warum sieht denn seiner geiler aus wie unser? Was soll denn das? Hau mal ab. Haha, ausgebremst. Ja, wir müssen eigentlich nur gegen den gewinnen. Der Rest ist egal. Er darf nur nicht vorbei. Dann ist alles okay. Ja, ein bisschen Bande. Ey. Oh, ich wollte ihn eigentlich schon rausdrehen. Verdammt. Nö, das Schild. Hilfe. Oh Gott. Oh, Junge, hör mal auf. Der fährt ja wie der Teufel. Das war nicht gut. Ah, Betonumbau, böse Falle. Okay, könnte interessant werden. Ich habe keine Ahnung, wie sich die Sache hier entwickelt. Na, kriegen wir raus. Alter Schwede. Oh, der ist schnell, ne? Ich hoffe, der macht Fahrfehler oder so. Sonst wird das eine schwierige Nummer hier. Ich hasse diesen Stadtparcours. Habe ich schon mal erwähnt? Ich glaube ja. Aber wir fahren um Fahrzeugpapiere. Wir kriegen dann, wenn wir gewinnen, sein Auto, ne? Dafür müssen wir aber erstmal rankommen an den Onkel da. Und ich glaube nicht, dass der einen Fahrfehler macht. Das glaube ich leider nicht. Na komm schon. Ah, das war noch nicht mal richtig gut. Ah, ey, wo, hallo? Wo ist unsere Fresse hin? Die ist ja ab. Ich meine, wird der Motor gekühlt, aber hallo, das sieht ja nicht gut aus. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Ja. Der ist so weit weg, da kommen wir nie wieder ran. Es sei denn, er macht mal einen richtig blöden Schnitzer, irgendeinen Fehler oder so. Ja, aber ich glaube, ich habe die Hoffnung nicht. Eieiei, ist ja hart von. Nee. Ey, wieso bremst denn unser Auto nicht? Okay, es ist vorne wenigstens alles ab. Okay. Ah, harter Tobak. Auf jeden Fall harter Tobak. Au. Au. Das Thema ist durch, oder? Der ist so weit von weit weg. Also wenn der jetzt den doppelten Rittberger macht und irgendwie in die falsche Richtung fährt, dann kommen wir da nie wieder ran. Unser Auto hat gar keinen Kurvenhandling. Überhaupt nicht. Der Pfiffinige, lass doch die Wand los, hallo. Der Pfiffinige auch den Stadtkurs einfach nicht geil. Guck mal, der fährt jetzt gleich über der Ziellinie da vorne.
Ach, kannst du ja vergessen, aber sowas von. Und bei Hartbeton und Bau, oder? Okay. Und weiter. Nein, du lass doch mal die Wand. Komm doch da weg jetzt. Hallo. Ich lenk volle Kanne nach rechts, aber er will. Hallo? Was soll denn das? So eine Spur vorne. Oh ja. Oh ja. Okay, es ist ein bisschen kaputt. Aber nur ein bisschen doll. Das wird schon gehen. Ah. Wir fahren uns einfach selbst zu Schrott. Wir sind zu. Eieieiei. Reifen! Ich glaube, das Rennen können wir abbrechen, oder? Das wird doch hier nichts mehr. Au. Au. Nö, komm, wir fahren das nochmal. Ah, ja. Oh, das war ein guter Start. Verdammte Hacke. Und ich hoffe immer noch, dass er mal einen Fehler macht. So, jetzt kenne ich die Strecke auch einen ganz kleinen Ticken besser. Wie kommt denn der hier ran? Sag mal, der gibt's doch ja nicht. Hau ab jetzt. Der ist jetzt schon wieder weg. Den kriegen wir doch nie wieder. Oder wir schieben den voll mit der Mauer jetzt. Und durch die harten Bandagen. Ah, der fummelt da hinten herum. Okay, haha, sehr lustig. Okay, das könnte unsere Chance sein, oder? Ich meine, wir haben jetzt übel hart Kontakt gehabt mit der Mauer da, aber... Ja, guck mal, da kommt er schon wieder. Und bei uns ist schon wieder die Fresse ab. Och Mann, ey. Ich sag dir ganz ehrlich, unser Auto fährt sich halt doch echt wie ein Sack Schrauben. Wir haben den gefühlt gerade in den Nähteil geschossen, aber der ist irgendwie schon wieder da. Oder wir demolieren den. Das wäre natürlich obergeil, wenn wir den richtig zerhämmern. Aber das Auto fährt halt einfach nicht um eine Kurve. Das kannst du keinem erzählen. Da ist er wieder ran, ne? Die gibt's ja nicht. Wir würden am liebsten irgendwo voll mit einrasten lassen. Nebenher fahren lassen oder sowas. Nö, können wir da durch? Ja, wir können da durch. Geil. Haben wir ihn abgebaut? Ja, ist weg jetzt. Okay. Krass. Wollen wir den einfach nochmal probieren? Tschüss. Oh, lieber Gott, lass das gut für uns ausgehen. Die Wand, die bremst aber auch hart. Also, oh, und der Kühler hängt irgendwie verkehrt rum. Okay, alles klar. Haben wir den gerade verloren? Ja, den haben wir abgebaut. Erfolgreich. Alter, ist jetzt spannend. Dabei fährt hier ja keiner außer wir selber. Und halt der andere. Na, die Kurven sind echt ein Mist. Da ist er schon wieder ran. Das gibt's doch nicht. Oh je. Oh je, oh je. Das ist ein bisschen anstrengend. Lass die Wand los. Ja. Hä, wie kommt der da so schnell rum? Okay, wir haben das Schild hier abgebaut. Wir müssen gucken. Sehr schön. Unser Auto klappert aber schon ganz schön dolle. Na, wir sind auf dem Kurs, alles klar. So. Ich sehe gerade so ein bisschen Licht am Ende vom Tunnel. Also, ich meine, noch haben wir das Ding noch nicht im Sack, aber okay. Mann, der Vorsprung ist weg, da ist er ran. Schade. Also die Kurven hier, die sind der absolute Müll. So. Der Zielgeraden, da können wir richtig Meter machen. Da, wo wir das Schild abgebaut haben. Wenn wir da gut durchkommen, dann ist ja nicht so schlecht. Aber hier ist halt richtig, da ist er wieder. Die gibt's ja nicht.
Jetzt wäre wie bei Mario Kart geil, so eine olle Bombe oder so schmeißen. Das wäre lustig. Der überholt uns jetzt hier, ne? Das ist euch klar. Da ist er. Hau ab! So, wir müssen ganz weit rüber. Und dann hier dich an der Bande lang. Und dran vorbei. Ja. Ohne Bremsen einfach durchzimmern. So, jetzt bremsen. Und rum. Ja. Danke fürs Schieben. Oh, schade, leider nie rausgeflogen. Oh, Leute, meine krieg hier Puls. Was soll denn das? Na, mal gucken. Muss mit dem Mülleimer von Auto halt übel früh bremsen, weil der hat gar kein groben Handling. Geradeaus kann er, der Rest ist Käse. Huch, wir haben die Scheibe verloren. Der ist doch gleich wieder an uns vorbei, oder? Unser Auto, es ist quasi nicht mehr vorhanden. Also die Hälfte ist noch dran, der Rest ist weg. Wir haben eigentlich eine Leistungsoptimierung durch Gewichtsverlust, aber irgendwie, glaube ich, haben wir da keine Vorteile von. Rum, rum, Junge. Rum, 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 rum. Da ist er. Der schiebt jetzt immer hart an der Wand, der Sack. Gibt's da ja nicht. Nee. Jui, das war's. Wir wurden von ganz alleine resettet. Ich hab nichts gemacht. Okay, schade. Wir haben immer ganz kurz die Wand geditscht und ab da war unsere Ideallinie dahin. Sofern wir jemals eine hatten. Ja. Egal, komm, wir fahren jetzt zu Ende. Sind halt die World Masters, ne? Ja. Betonumbau, so hört sich das. Mann, warum fährt denn der nicht kaputt? Wir sind ja... Ey, hier das Rad hinten. Wir fahren hier den totalen Mülleimer. Und er macht einfach seinen Rennen fertig. Wir sind gleich Schrott. Ich glaube, hatten wir das nicht schon mal, dass wir hier auf der Strecke krepiert sind, weil die Karre einfach völlig in den Arsch war? Entschuldige für die Ausdrücke, aber... Ich möchte sagen, wir haben schon mal ein Rennen gefahren, was wir nicht zu Ende fahren konnten, weil das Auto war einfach hinüber durch die ganzen Einschläge. Sind wir da nicht weitergekommen. Das Auto hat halt echt ein Handling wie so ein Gartenstuhl. Das geht gar nicht. Wie wir da drinnen sitzen, guck mal. Nur was wir jetzt fahren, ist auch vollkommen egal, oder? Alle hopp, ja, wir machen mal einen schönen Purzelbaum. Jawoll. Selbst der Helm ist verformt. Wie geil ist das denn? Oh, kritischer Schaden. Wir brennen. Alles für die Fans. Ich würde da feiern, wenn der jetzt irgendwie auf dem Dach liegt oder sowas. Letzten Punkte haben wir noch. Ich meine, ja. Wahrscheinlich, wenn man hier die komplette Ideallinie fährt, Bremspunkte, Lenkpunkte, alles 100% einhält und sowas, dann hast du vielleicht eine Chance. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, sein Auto hat auch einfach viel mehr Leistung wie unser hier. Also irgendwie ist das schwierig. In seinem Handling ist einfach wirklich viel besser. Unser Auto liegt hier auseinandergebaut und Einzelteile auf der kompletten Strecke verteilt. Aber für die Punkte fahren wir das jetzt nochmal zu Ende. Das ist halt echt sehr schade. Ich meine, wenn er sich da jetzt nochmal schön verknotet, vor der Ziellinie, ne, er fährt jetzt durch. Genau jetzt. Schade eigentlich. Naja, hätte er klappen können. Also ein drittes Mal fahren wir das jetzt nicht, ne? Vielleicht müssen wir den Waggon hier nochmal ein bisschen auftunen oder so. Herausforderung fehlschlagen, das ist mir egal. Ich will die Punkte mitnehmen. Vielleicht kriegen wir auch Geld dafür, mal gucken. Beendet. Autoschrott.
Ja, guck mal, wir kriegen Kohle. Das ist schon mal viel wert. Ja, Leute, das müssen wir beim nächsten Mal vielleicht normal fahren. Was haben wir hier? Banger Racing. Heat Race. Alle Typen europäisch maximal Gruppe A. Naja, schauen wir mal. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Ich hab bisschen Bock. Das war gerade ein bisschen anstrengend. Wir haben es nicht geschafft. Wahrscheinlich ist das Fahrzeug nicht komplett leistungstechnisch auf der Höhe, oder? Zeig mal. Können wir hier noch was machen? Ja, es geht noch mehr Leistung rein. Hier nicht, 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 hier nicht. Oh, halt doch hier schon. Was kostet? Ein Tausender. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Chancen. Kann ja manchmal passieren. Panzerung sehe ich eigentlich weniger. Fahrwerk wäre noch geil, oder? Okay, einfach nur wegen der Optik. Den Rest müssen wir später mal sehen. Freunde, das war für heute. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich diese Banger Race, Heat Race fahren. Ich bin gespannt. Mal gucken, was da alles so passiert. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Und rein die Haut.